Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier durchgekämpft und haben soweit alle erledigt. Und jetzt können wir offensichtlich springen. Dann wollen wir mal schauen, wo wir da hinkommen. Ich meine, wohin ist ja irgendwie klar, das sieht man ja. Die Frage ist nur, wofür? Ach so, da können wir nochmal rüberspringen, okay. Ups. Ich habe zu früh losgelassen, ich gebe es zu. Ich würde jetzt mal fast behaupten, dass das jetzt nur ist, damit wir hier, ja, quasi von Dach zu Dach die Typen ausschalten konnten. Dass das sonst keine große Bewandtnis hat hier. Na gut, dann gehen wir mal hier. Hallo, geh weiter. Dann gehen wir mal hier unten gucken, ob da vielleicht noch irgendetwas ist, was uns ja, zugutekommen würde. Vielleicht irgendwie ein Schatz oder irgendwas, was wir. Da ist noch eine Kiste drin. Irgendwas, was wir eventuell noch aufzeichnen können oder so. Das wollte ich sagen. So, dräng mich nicht, dräng mich nicht. Das ist Millimeterarbeit hier. Und ja, ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie das Ganze aufknackt. Ich denke mal mit dem Dietrich. Man sieht es leider nicht so genau. Oder kann man das drehen? Ja, doch, mit Dietrichen. Ich habe auch schon diese Übungsschlösser des Öfteren mal geknackt. Und ich muss sagen, es ist nicht so leicht. Auch wenn man Übung darin hat, es dauert. Es dauert wirklich. Na? Na? Komm schon. Ja. So, 5 Finger-Rabatt habe ich bekommen. Sehr schön. Und mal wieder nur Granaten, so wie es aussieht. Geh mir doch mal aus dem Weg, Mädel. Oh, die steht immer und überall da rum, wo ich hin will. Da oben ist einer mit einer Axt. Das ist bestimmt hier. Der Gott schießt mich tot. Bei dem wir auch schon was gehört haben. Nee, das ist nichts Interessantes. Okay, wo geht's denn hier weiter überhaupt? Da hinten sind Mauern. Wir sind ja eigentlich mit dem Auto gekommen, ne? Ich gehe mal stark davon aus, dass wir mit dem Auto auch wieder weiterfahren sollen. Die Frage ist halt nur, wohin? Ich vermute mal irgendwo links rum. Da ist auch noch eine Höhle, so wie es aussieht. Na gut. Ja, ich weiß doch, wo mein Fahrzeug ist. Warum soll ich das drücken, Leute? Ich weiß zumindest ungefähr die Richtung. Was haben wir denn hier? Das habe ich eben gar nicht gesehen. Was ist denn mit dir? Nichts, was wir. Ja. Schleicht doch nicht so. Nichts, was wir aufzeichnen können. Schade. Na gut, dann gehen wir zum Auto. Ich dachte, das wäre jetzt so wie dieses eine, wo sie dann gesagt hat, ja, das bringt uns noch Geld ein oder so. Aber nö. Wie kriegt die das hin? Wie teleportiert die sich immer zum Auto, wo die weit Danach hinter konnte mir es nur ist? bergauf gehen. Nur bergauf, so. Das Wasser. Da hinten, meine ich, habe ich eben eine Höhle gesehen. Kann natürlich sein. Da ist auf jeden Fall eine Brücke. War das gerade ein Tier oder war da wieder eine Person? Schön hier draußen. Zum ersten Mal in Indien? Ja. Dieser Job hat nicht viele Vorteile. Aber man sieht was von der Welt. Wo warst du schon? Ach, wo war ich noch nicht? Was immer dir lieber ist. Naja, ich war noch nie in den Staaten. Echt jetzt? Die Sachen, nach denen ich suche, sind eher alt, oder? Die USA wurden erst vor ein paar hundert Jahren gegründet. Das stimmt. Was ist mit dir? Wo willst du mal hin? Island. Gute Wahl. Schön da. Es ist ruhig. Unberührt. Und ich will diese Nordlichter sehen. Ah, okay. Das steht auch auf meiner Löffelliste. Fahr doch hin, wenn wir hier fertig sind. Irgendwann. Hab vorher andere Dinge zu tun. Die Brücke ist jetzt da oben. Können wir nicht hier direkt durchfahren? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist so. Das sieht sehr holperig aus. Obwohl die Brücke sieht auch nicht so aus, ob wir jetzt da direkt hin können.
Moment, war das jetzt gerade von da, wo wir... Natürlich war das von da, wo wir waren. Oh. Kameraperspektive ist ja geil. Man sieht überhaupt nicht, wo man hinfährt, aber man weiß, von wo man kommt. Hauptsache das. Also du bist eine Brücke hier, ja? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Bin mir nicht sicher. Okay. Okay. So, jetzt mal kurz gucken. Hinter uns ist ein Gitter. Okay. Aber ich denke mal nichts, wo wir... Achso, Moment, kommen wir da überhaupt weiter? Sieht nämlich nicht so danach aus. Was ist das denn mit dem Gitter hier? Hat nichts mit dem Auto zu tun, nehme ich mal an. Sieht aber... Na gut, das ist vielleicht das Nächste, was man da hoch machen kann oder so. Das kann natürlich auch sein. Wow. Unglaublich. Du hattest recht. Willst du näher ran? Sicher. Mit dem Auto oder alleine? Man weiß es ja nicht. Ich würde sagen, wir steigen erstmal aus. Aber wir sind doch jetzt gar nicht auf der Seite, wo wir hin wollten, oder? Oder haben wir uns jetzt irgendwie im Kreis gedreht und ich habe jetzt was übersehen? Das kann natürlich auch sein. Atemberaubend. Was schätzt du, wie lange es dauert, sowas zu machen? Jahre. Vielleicht Jahrzehnte. Die Häuserler verstanden sich echt auf Bildhauerei. Und auf Krieg, wie es scheint. Das auch. Das hier wurde sicherlich zur Feier ihres Sieges über die Perser gemacht. Haben sich offenbar tapfer geschlagen. Das haben sie. Leider war es nicht von Dauer. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn, stimmt's? Das Bild kommt mir bekannt vor. Dieses Bild entspricht genau dem auf dieser Scheibe. Und was bedeutet das? Ich weiß nicht. Aber wir haben zwei Symbole. Also sollten wir wohl noch das letzte suchen. Alles klar. Ja, jetzt war gerade DHL an der Tür. Aber leider habe ich jetzt nicht mitbekommen, was passiert ist. Ich denke aber mal, dass ich hier nichts machen kann, oder? Sieht mir zumindest so aus. Vielleicht, voilà. Vielleicht müssen wir woanders hinfahren. Wir müssten ja auch noch die restlichen Symbole... Wie viele Symbole haben wir jetzt eigentlich gefunden? Das ist eine gute Frage. Und die andere gute Frage, müssen wir zu dem Turm hinten? Oder war das der, wo wir... obwohl, nee, am Turm waren wir am Anfang noch nicht, soweit ich weiß. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Hallo, Schätzchen, wo bist du denn? Sie steht noch da oben. Okay. Ja, aber hier kann man nirgendwo hoch. Kann ich auch so mit dir reden, ohne dass ich das... Nee, darf man nicht anscheinend. Er geht doch mal weiter. Dass die auch immer stehen bleiben müssen, wie eingefroren, sobald man um einen anderen rumgeht. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Ja, aber hier können wir offenbar... das war ein bisschen weit. Also den Sprung hätte ich mich nicht gewagt, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich schätze, wir müssen zum Turm und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da hinten den Teil hatten wir doch auch noch nicht, oder? Also dann, los geht's. Gerade ein bisschen die Orientierung verloren, wo wir jetzt noch hin müssen und wo wir nicht hin müssen. Das sieht mir aber nicht so aus, als ob wir da runter können. Ich glaube, wir sollten vielleicht lieber den Weg nehmen, den wir gekommen sind.
Frage ist jetzt, Turm oder nicht Turm? Hatten wir den schon? Hatten wir den noch nicht? Ist der unser Ziel? Achso, das war das, wo wir nicht durchkamen hier, ne? Ich war noch mal ein bisschen näher ran, aber ich glaube, das war das, wo das wirklich komplett zu war. Aber da ist eine Brücke. Da kommen wir aber trotzdem nicht rum, oder was? Nö. Ja, geil. Da ist eine Brücke, aber man kann die Brücke nicht nutzen. Das ist ja super. So, von da sind wir runtergekommen. Das heißt, wir müssten da eigentlich zu Fuß rüber, ne? Beziehungsweise Richtung Turm können wir noch so rüber. Die Frage ist nur... Ich schaue mich nur kurz um. Ja, ich halte die Augen offen. Mach das. Weil das kommt mir nämlich jetzt hier gerade so ein bisschen... Oder ist das das, wo wir eben rausgekommen sind? Ich bin mir nicht sicher. Ah! Ja! Eine Karte haben wir bekommen. Sehr schön. Die Frage ist nur, komme ich jetzt hier auch wieder raus? Weil sie ist ja so, sie kann überall hoch und runter springen, aber genau da, wo man es können muss, da ist sie dann nicht so... Nicht so wendig. Ja, geil. Das kam mir nämlich gerade so ein bisschen komisch vor, als ob wir da wirklich was machen müssen. Die Frage ist... Ach so, das war das, wo wir nicht durchkamen, oder? Ich schaue mich nur kurz um. Du, was du tun musst. Aber eigentlich müssten wir ja dahin, ne? Frage ist, sollen wir jetzt einfach so da durchdonnern? Können wir das überhaupt mit dem Auto? Oder bleibt das hier so blöd hängen, dass wir dann nicht mehr vor und nicht zurückkommen? Ich hoffe nicht. Wir probieren es jetzt einmal. Kamikaze! Oh, das lässt sich gar nicht richtig steuern. Hilfe! So. Nee, das ist auf jeden Fall was, wo wir noch nicht waren, würde ich sagen. Fraser? Wollen wir zusammen hochklettern? Ich halte nach Asafs Männern Ausschau. Okay. Aber fahr nicht weg. Aber mach schnell. Hey, ich doch immer. Die Frage ist, wo komme ich hier hoch? Es ist zwar alles frei. Was ist denn hiermit? Theoretischerweise müsste die doch hier an den Dingern... Oh, dein Ernst, dass ich jetzt hier nicht ans Erste rankomme? Kann ich hier irgendwo rüberspringen? Das ist nicht hoch genug. Da oben ist ein Ast, aber den erreichen wir wahrscheinlich so nicht, ne? Und hier kriegt sie das ja auch nicht hin. Hm. Da oben ist anscheinend eine Höhle. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Was ist denn hier mit... Können wir ja noch irgendwas anderes machen? Ich meine, das sieht mir hier so prädestiniert dafür aus, dass hier wirklich die Männer von dem gleich wieder kommen, ne? Ich dachte nur, vielleicht kann man hier irgendwo einen Hebel ziehen oder sowas. Und das Gute ist auf jeden Fall schon mal, dass man sich gut verstecken kann. Da geht's hoch. Ist die Frage, ob wir das mit dem Auto dann gleich hochfahren sollen oder... Ja, lauf doch einfach weiter. Wieso wirst du jetzt langsamer? Was haben wir denn hier? Gar nichts. Hätte ja auch ein Rätsel sein können. Ich meine... Okay... Wir brauchen irgendwie eine Anhöhe, um da hochzukommen. Dass wir erstmal... Ich kann hier auch nicht an den Baum rumhangeln oder so. Hm. Ja, das ist nicht so...
Ja, da kannst du rumklettern, aber da hinten, wo das ähnlich aussieht, kommst du nicht hoch, oder was? Moment, da ist was. Die Frage ist, bringt uns das was? Und von unten kommen wir da nicht rein, so wie es aussieht, oder doch? Na? Jetzt zeigt er es mir nicht mehr an. Schauen wir mal. Aber da kriege ich nicht so viel Schwung. Da komme ich nur auf die andere Seite mit. Was ist denn da oben drauf? Und was ist hier oben drauf? Moment. Und was haben wir hier schon wieder? Ah, noch was. Ein Schaf oder was? Hallo? War das nichts für die Karte? Da kann ich rumhangeln. Okay, mal sehen, was passiert. Oh, Wasserfontänen. Keine Ahnung. Ja, bloß nicht laufen. Ich denke nicht. Es hat aufgehört. Hat aufgehört, okay. Wo haben wir denn noch welche? Da hinten. Och ja, bloß nicht. Nimm bloß nicht das Ding. Echt. Okay, scheint wohl was zu sein. Okay. Von hier aus kann man nicht mehr springen. Oh ja, doch. Anscheinend doch. Ja, jetzt geh, komm. Mach ich nur dir zuliebe. Moment, war hier nicht gerade noch eine? Verdammt, da ist noch eine. War wohl nicht schnell genug. Oh nein, oder? Och nee, läuft das auf Zeit? Ist das euer Ernst? Okay, wie viele waren denn das? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also hier war einer, da unten war, glaube ich, auch eine, oder ne? Ich denke mal, überall, wo diese Kreise sind. Oh Gott, wie soll ich das denn machen? Lauf doch einfach. Ja. Warum sollte man dann auch das Ding werfen? Ich meine, für sie war es offenbar zu weit weg. Okay. Weiter. So, da hinten wäre das erste, da wäre das zweite. Moment, von da konnte ich nur ganz schlecht springen, weil der das nicht richtig angenommen hat von da hinten. Ich könnte theoretisch aber auch hier starten, dann müsste ich da drauf. Ich weiß nicht, ob das besser wäre, keine Ahnung. Bloß nicht drehen, Mädel. Okay. Nein! Oh. War das nicht hier? Hallo, lauf! LB gedrückt, jetzt geh da hoch. Mann. Wieso macht die das jetzt nicht? Ist sie dumm oder was? Mach. Nein. Was war das jetzt gerade? Hallo? Hat die Fontänen zurückgesetzt. Hä? Och nö. Ist das jetzt euer Ernst? Nur weil die zu blöd ist, um L1 zu drücken. Also beziehungsweise zu registrieren. Das ist doch nicht wahr. Das war doch das letzte hier. Oder nicht?
Oder habe ich jetzt eins übersehen? Och, das ist doch kacke, sowas. Ja, sterb von mir aus. Ist mir egal. Komm, geh da runter. Das war hier drin, ne? Ah, sowas nervt mich, wenn das dann so eine Kacke auf Zeit ist. Ich probiere es mal links rum vielleicht, keine Ahnung. Dann dreht er mich natürlich wieder falsch rum erstmal hin. Ja, lass mich erstmal 2 Stunden dafür brauchen, dass ich die Richtung wechsle. Jetzt werf! Mann! Lauf! Noch eine. Ja, komm, 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 komm. Ich weiß aber nicht, wo noch eine ist. Ach, da hinten. Oh. Mach schon. Verstanden. Immer noch das Geräusch. Ist da noch eine Fontäne? Ah, und zurück zum Anfang. Ach, das zählt auch noch dazu. Oh, lauf, 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 lauf. Noch ein Andenken für meine Sammlung. Oh. Okay, jetzt muss ich hier erstmal durchatmen. Oh, ich hasse solche Dinger, ganz ehrlich. Ich hasse es. Puh. Okay, Sie haben die Karte aktualisiert. Das ist gut, aber ich würde trotzdem gerne auf diesen Turm hochklettern. Aber das scheine ich nicht zu dürfen, aus irgendwelchen Gründen. Weil da komme ich nur darüber. Von mir aus auch noch darüber, aber ich habe ja nichts, womit ich dann da eventuell hoch könnte. Kann doch nicht sein. Ich hab noch ein Andenken. Noch ein Andenken. Ich würde aber auch gerne auf den Turm hoch. Mann. Ja, jetzt ist die Frage, können wir da irgendwo noch weiterfahren? Können hier eventuell noch rum, ne? Da ist ein Loch, da kommen wir runter. Ich meine nämlich, da hinten sind wir noch nicht drin gewesen. Oder das ist jetzt das, wo wir dann wieder zurückfahren. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ja, aber so wie das aussieht, würde ich sagen, da waren wir noch nicht. Die Frage ist, müssen wir hoch oder runter, um da hinzukommen? Hey, vorsichtig. Asafs Männer sind dort. Sehen wir uns das mal an. Das war doch klar. Die Frage ist, wenn wir jetzt da runter gehen, doch dann können wir ins Gras rein. Solange wir nicht ins Gras beißen, ist alles gut, ne? War sie das jetzt? Das hörte sich so gehetzt an irgendwie. Oh, da ist schon mal einer. Das wird aber schwierig, da reinzukommen, ohne gesehen zu werden, ehrlich gesagt. Oder oben ist einer. Wird er schon kommen. Er muss viele Orte abklappern. Wollte ich eigentlich gerade hin. Ich bin aufgeregt, das ist alles. Die Statue ist ein wichtiger Fund. Denkst du, sie ist sehr wertvoll? Das hoffe ich doch für uns. Rechte Seite. Eieieiei.
Das ist nicht gut. Der dreht sich doch bestimmt jetzt um. Das war so klar. Hat der einen Granatwer... Oho, scheiße. Eigentlich müsste ich auf die andere Seite gehen, zu dem anderen erstmal. Das Problem ist, der hat halt überhaupt gar keine Deckung dann, ne? Steht der natürlich genau da, wo er nicht stehen soll. Ja, ich hätte durchlaufen sollen. Ich hab's gewusst. Ich wusste nur nicht, ob die anderen mich da hinten dann sehen. Ich komme nämlich gerade so hier hingeschlichen. Das ist nicht gut. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Kommt, Jungs. Ihr da hinten dreht euch mal wieder und geht mal woanders hin. Und du drehst dich dann auch nochmal um danach. Dreh dich um, Junge. Muss nochmal über Bord pinkeln hier. Genau. So ist gut. Es war sehr schön. Bisschen, ne? Bisschen fies vielleicht, aber es war sehr schön. Ich würde ja gerne mal den Schalldämpfer benutzen. Das Problem ist halt, ich denke nicht, dass das viel bringt. Ich weiß nicht, ob wir da oben... Da oben sind wir nicht in Sicherheit, wenn wir da hochgehen, ne? Da oben ist auch einer. Nee, stimmt gar nicht. Da ist was zum Schießen. Oh, da ist einer. Die rennt da so komisch in die Richtung. Ich dachte, da unten läuft jetzt einer rum. Moment, was ist mit dem? Kommt der hier vorne hin? Das wäre natürlich cool. Ja, noch ein Stückchen weiter. Cool wäre es schon, aber macht er nicht. Aber es sind nur die beiden, bis die Verstärkung rufen, wenn ich das richtig sehe. Läuft er genau darum, wo ich gerne in Deckung gehen würde. Was ist mit dem anderen? Der kommt zurück, das war so klar. Ah, da sind zwei noch. Okay. Komm, Kleiner, komm nochmal nach hier. Och nee, jetzt nicht in die Hocke gehen. Was machst du denn da jetzt? Oh, immer dieses unnötig in die Länge ziehen. Wobei, theoretisch könnten wir, glaube ich, sogar da reingehen und kämen dann weiter, nehme ich an. Aber ich würde die gerne noch ausschalten, ehrlich gesagt. Bevor wir das machen. Komm, Kleiner. Beweg deinen Hintern. Mama hat nicht so viel Zeit. Ja, das ist gut. Nein, sei doch nicht so faul. Komm noch ein Stück weiter. Jetzt hängt der wieder darum. Der Typ kann da hinten schon alleine aufpassen. Beweg dich einfach so ein bisschen in meine Richtung. Vielleicht funktioniert das ja auch hierbei. Oh, super. Es funktioniert hier auch. Das ist ja cool. Sehr schön. So, dann schalten wir den da unten auch nochmal aus, würde ich sagen. Aber wenn er hier vorne ist. Ja, oder? Ja, hätte ich jetzt gewusst, dass der jetzt so lange da rumsteht. Der hört mich nicht, wenn ich da runterspringe. Der hört mich nicht, das ist doch klar. Ist doch klar, das ist so leise, dieses Klong, okay, wenn man aufkommt. Alles sauber.
Ja. Meine ich auch. Bin ich auch für. Nochmal. Mach die doch mal so, dass man die sich angucken kann und nicht nur in den Hintern reingucken muss hier. Shit, hier ist nichts. Sie waren wohl schneller. Hast du was? Ich glaube, Asafs Jungs waren schneller. Tja, sie sind nicht weit gekommen. Vielleicht ist es irgendwo versteckt. Könnte sein. Irgendwo versteckt. Oh, schauen wir mal. Das ist auch noch was. Wobei ich nicht glaube, dass sie das Teil jetzt da reingetan haben, aber... Aufmachen sollte man die auf jeden Fall. Und ich habe ja schon festgestellt, dass es da auch Errungenschaften für gibt. Wahrscheinlich, bei meinem Glück, habe ich wieder irgendwo eine Kiste dann am Ende des Spiels übrig gelassen. Und man kriegt dann für alle Kisten eine Errungenschaft. Aber, naja. So ist mein Glück halt immer. So. Bei The Last of Us habe ich ja auch festgestellt, dass ich eine Werkbank nicht dabei habe. Ein Fernrohr haben wir bekommen als Schatz und das Teil ist doch hier drin. Ja. Wer es findet, dem gehört's. Ja, cool. Okay, die lassen wir liegen. Karte ist aktualisiert, sehr schön. Wie war das jetzt hier? Ist das die Karte? So, die durchgestrichen sind, haben wir. Oh mein Gott. Wie viele brauchen wir da bitte noch? Müssen wir die jetzt auch holen, die so einzeln angezeigt werden? Oder nur die von den... Das wäre dann mitten im Wasser auf so einer kleinen Insel geradeaus. Ja, lauf. Komm. Dass sie da immer erstmal eine halbe Stunde stehen muss. Auf dem kleinen Ding da unten. Kann ich da einfach so ins Wasser reinspringen? Wäre vielleicht nicht so günstig. Nein, nein. So, ja. Fast. Fast. So, theoretisch müsste das genau vor mir sein. Habe ich das richtig gesehen? Mal schauen. Dann haben wir aber unterwegs garantiert noch irgendwie eins übersehen. Ha, Hallöchen. Hier ist auch noch eins, aber dich kann ich nicht nehmen, oder was? Doch. Hallo nochmal. Wieso nochmal? Das hat die jetzt aber nicht durchgestrichen. Wir sind aber jetzt eigentlich bei dem Turm. Aber der Turm selber ist auch noch nicht durchgestrichen. Das heißt, wir müssten noch irgendwas hier machen. Ach nee, Moment. Das ist der eine Turm, oder? Der von vorhin. Da kann man... Ja, von da sind wir ja runtergekommen, genau. Aber der Turm selber ist nicht durchgestrichen. Das irritiert mich jetzt natürlich ein bisschen. So, das müsste nämlich jetzt der vor uns sein, genau. Der ist nicht durchgestrichen. Die anderen beiden Orte, wo wir gewesen sind, sind durchgestrichen. Allerdings haben wir noch ganz viele Orte, wo diese runden Dinger sind. Moment, haben wir 1, 2, 3, 4 haben wir anscheinend davon, wenn ich das richtig sehe. Handy hilft uns auch nicht weiter, denke ich mal. Das Handy zeigt den Turm nur an. Wo steht jetzt das Auto? Das steht da oben. Also wie es aussieht, haben wir wohl irgendwie was übersehen. War da eigentlich... Habe ich schon drauf geguckt, oder? Ob da irgendwas drauf war? Aber die Sachen, die da draufstehen, die kann man ja sowieso eigentlich nie einsammeln. Na gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir laufen jetzt mal zum Auto. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir dann nochmal, was das mit dem Turm auf sich hat. Warum der jetzt immer noch nicht weggekreuzt ist. Das heißt, theoretischerweise müssten wir da eigentlich wieder zurück. Da oben zum Turm. Also ich würde gerne den Turm hochklettern. Aber das hat die ja irgendwie nicht auf die Kette bekommen. Ich weiß nicht, warum. Ja, jetzt zeigt sie nur noch den Turm. Ah, nee, hier kann man die Karte nochmal sehen.
Das Ding am Turm haben wir gemacht. Im Wasser, das ist nicht durchgestrichen worden, aber das haben wir ja im Prinzip auch gemacht. Wobei wir da theoretisch auf der anderen Seite auch noch hätten weitergehen können, ne? Ich würde sagen, wir steigen erstmal ins Auto ein. Ja, fahren dann mit dem Auto darunter, würde ich sagen. Das wäre jetzt das Einzige, was mir jetzt so spontan noch einfallen würde. Also wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und dann schauen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, jo, wie wir da weiterkommen. Also ich weiß, wir müssen nochmal zurück und die Dinge einlegen, da wo wir ganz am Anfang waren. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie viele das jetzt waren, aber ich denke, das sollten dann alle auf der Karte gewesen sein. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall herausfinden, kann man hier die Karte anzeigen? Ja. Wir müssen auf jeden Fall herausfinden, wie wir, ich kann euch das natürlich schlecht zeigen, diese Kreise hier wegstreichen können, weil diesen Kreis im Wasser haben wir ja jetzt schon gemacht. Es kann aber sein, dass wir noch was anderes machen müssen, damit das abgeschlossen ist. Gehe ich mal sehr stark von aus. Und ich verstehe auch nicht, dieser ganz große Kreis oben rechts da bei dieser Brücke. Vielleicht hätten wir da zu Fuß irgendwie noch was einlegen müssen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber wir schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge mal, wie wir hier weiterkommen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.